Hallo, ja, heute möchte ich euch dieses Dessert von Nestle vorstellen. Das heißt einfach die weiße. Die weiße, das weiße? Nein, die weiße. Gourmet-Dessert mit feiner weißer Schokoladencreme. Original. Tja. Das sind also so zwei kleine Becher. Und ich weiß gar nicht. Schokoladencreme. Naja, so eine Art Pudding wohl. Und oh hier, Schweinegelatine. So, okay. Für einige ja sicherlich interessant. Gucken wir hier mal rein. Ja, so sieht dann ein Becher aus. Recht klein, so Monte-Größe würde ich sagen. 140 Gramm, also 2 mal 70 Gramm, 70 Gramm, so ein Becher. Und er sieht so auch ein bisschen aus wie Monte, kann man sagen. Er erinnert mich so ein bisschen daran. Ja, das hat so eine federne Konsistenz. Fest, also für mich sowas Puddingartiges. Ja. Ja, so ein bisschen wie Vanillepudding. Auf den ersten Geschmack, aber dann doch wieder. Ja, es erinnert mich wirklich so ein bisschen an Monte. Das trifft es ganz gut. Nicht nur vom Becher her, sondern auch so jetzt hier. Es gab ja auch Monte White. Nee, also am Anfang hat das so ein bisschen danach geschmeckt. Aber nee, das hier ist schon ziemlich anders. Es ist halt richtig ordentlich kräftig Vanille. Sehr lecker. Muss man sagen, also. Es gibt ja viele so Puddings mit Vanillekirsch oder Vanille mit Himbeer oder irgendeiner anderen Frucht. Und das ist einfach nur pure Vanillecreme. Schmeckt aber wirklich lecker. Wahrscheinlich könnte man davon nicht so viel essen. So ein großer Becher wäre irgendwie zu viel. Deswegen so eine kleine Portion. Also schmeckt echt ganz gut. Es ist eben nicht zu süß. Das gefällt mir sehr gut. Es ist aber dennoch so eine kräftige Vanillenote. Die Konsistenz ist ganz lecker. Kann man wirklich gut essen. Und ist als Dessert, als dass es ja gedacht ist, wirklich sehr geeignet. Also, ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Die weiße von Nestle Vanille-Dessert Schokoladencreme. Genau, das war's und. Vielen Dank, bis zum nächsten Video.